Was ist eigentlich der Valentinstag und warum heißt er so? Er hat seinen Namen vom heiligen Valentin, einem besonders beliebten Heiligen der katholischen Kirche. Der Gedenktag des heiligen Valentin ist der 14. Februar. Ich persönlich mag diesen volkstümlichen Heiligen sehr. Er ist nämlich der Schutzpatron der Liebenden und hat auch sehr viel mit Marketing zu tun. Die Legenden erzählen von einem Valentin von Rom und einem Valentin von Terni. Möglicherweise handelt es sich dabei tatsächlich um ein und dieselbe historische Person. Valentin war ein christlicher Priester und wurde um das Jahr 200 nach Christus geboren. Sein Tod fiel in die Regierungszeit des Kaisers Marcus Aurelius Claudius, auch als Claudius der Zweite bezeichnet. Valentin zeichneten zwei Eigenschaften besonders aus. Er hatte einen prächtigen Garten bei seinem Haus und er nahm besonders schöne Trauungen von jungen Paaren vor. Nach der Trauung beschenkte Valentin die frisch gebackenen Eheleute jedes Mal mit prächtigen Blumen aus seinem Garten. Daher ist es kein Wunder, dass dieser allseits beliebte Mann in reiferen Jahren auch zum Bischof von Interama, dem heutigen Terni, in Umbrien berufen wurde. Ich bin sicher, auch dort hatte er einen wunderbaren Garten und erfreute die Brautpaare mit stimmungsvollen Trauungen und Blumengeschenken. Auch in der Heilkunst war Valentin sehr bewandert. Zeitgenossen berichten von zahlreichen Krankenheilungen und Wundern. Doch seine Freude daran, Menschen zusammen und in den Bund der Ehe zu führen, scheint ihm schließlich mit 69 Jahren zum Verhängnis geworden zu sein. Im Jahr 258 ließ Kaiser Valerius alle christlichen Bischöfe verhaften und ohne Prozess hinrichten. Später, unter Kaiser Claudius II., war die Christenverfolgung zwar etwas zurückgenommen worden, aber es war immer noch den römischen Soldaten verboten, an christlichen Versammlungen teilzunehmen oder sich christlich taufen zu lassen. Daran hat sich unser Valentin natürlich nicht gehalten. Er traute weiter und verschenkte weiter seine Blumen. Als er schließlich deswegen verhaftet wurde, leitete der Kaiser selbst den Prozess. Er war von der Persönlichkeit des Bischof Valentin beeindruckt und wollte dessen Leben retten, indem er versuchte, ihn zum traditionellen römischen Götterglauben zu bekehren. Das ging vollständig schief, denn Valentin versuchte nun seinerseits, den Kaiser zum Christentum als der Lehre von der Liebe zu bekehren. Nun blieb dem Kaiser nichts anderes mehr übrig, als Valentin zum Tode zu verurteilen. Noch im Gefängnis, als er auf seine Hinrichtung wartete, heilte er die blinde Tochter Julia des obersten Gefängnisaufsehers Asterius. Julia, Asterius und seine Familie sowie alle Wächter im Gefängnis, insgesamt 47 Personen, die das Wunder miterlebt hatten, bekehrten sich zum Christentum. Valentin schrieb Julia noch einen Abschiedsbrief, auf den er ihr ein Herz und eine Rose malte und mit "Dein Valentin" unterschrieb. Doch gerade sein Todesdatum und der sich daraus entwickelnde Valentinstag machten diesen Heiligen so populär. Der 15. Februar war im antiken Rom der Beginn des mehrtägigen Lupercalienfestes. Dieses Lupercalienfest war ursprünglich ein Fruchtbarkeitsfest und ist einer der Ursprünge unseres heutigen Karnevals. Wie heute der Karneval, so wurde bei den Römern das Lupercalienfest sehr sinnesfroh gefeiert. Es kam zu zahlreichen Liebschaften und zu den verschiedensten engen Verbindungen. Dieses Fest der Liebe war bei den Römern so beliebt, dass es die Kirche, auch als die Römer Christen geworden waren, als letztes heidnisches Fest noch lange weiter duldete. Erst im Jahr 494 wurde es durch Papst Gelasius I. aufgehoben. Doch
Es lebt als Karneval bis in unsere Zeit weiter. Der heilige Valentin ist der Schutzpatron der Liebenden, der Jugendlichen und der Eheleute. Passenderweise ist er auch Schutzpatron der Imker und der Bienen. Er wird bei zahlreichen Krankheiten angerufen. In neuerer Zeit soll er sogar für Corona zuständig sein. Ich meine, er sollte auch der Patron aller derjenigen sein, die Marketing betreiben. Einerseits, weil Marketing als angewandte Kommunikationswissenschaft sehr viel mit Liebe zu tun hat. Und andererseits, weil durch ihn auch Märkte entstanden sind. Schon im 18. Jahrhundert, als es den Begriff Marketing noch gar nicht gab, brachte bereits ein englischer Verleger einen Ratgeber heraus, der jungen Liebhaber Tipps gab, um die Mädchen anzusprechen. Er nannte das Werk Young Man's Valentine Writer. Zur gleichen Zeit kamen auch schon gedruckte Valentinskarten auf den Markt. Im Jahr 1868 produzierte der Schokoladenfabrikant Cadbury Pralinenschachteln mit Herzen zum Valentinstag. In Deutschland entstand der Valentinsboom erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ausgehend von den Blumenhändlern und Floristen. Der Valentinstag als Schenktag für Verliebte hat längst den abendländischen Kulturkreis verlassen und sich über den ganzen Globus ausgebreitet. In Japan begeht man den Valentinstag fast wie bei uns. Hier werden aber besonders die männlichen Arbeitskollegen und Vorgesetzten mit Schokolade beschenkt. Sogar in betont muslimischen Ländern sind Valentinsbräuche entstanden. So musste der Iran sogar Gesetze gegen den christlichen Valentinstag erlassen und es entstand damit ein florierender Schwarzmarkt. Saudi-Arabien musste sogar auf öffentlichen Druck Anti-Valentinstag-Gesetze 2018 wieder zurücknehmen. So ist der heilige Valentin, unabhängig von der Religion, ein wahrer Bote der Liebe und verschönt unser menschliches Zusammenleben.